Thierry Patolini, natürlich ist es immer das Ziel, ein neues Jahr möglichst positiv anzufangen. Wieso ist das heute in Rapperswil tüchtig in die Hose gegangen? Ja, wir haben den Einstieg in das Spiel oder in das Jahr überhaupt nicht gefunden heute. Mal Rappi schnell voraus gewesen. Wir haben keine Lösung gefunden, um auch ein Goal zu schiessen und den Anschluss in das Spiel zu finden. Was macht es so schwierig? Jetzt haben wir zweimal da gespielt in dieser Saison. Das Goalverhältnis von 0 zu 13. Ja gut, das letzte Spiel war vor einem halben Jahr. Das ist schon sehr weit her. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Heute ist es überhaupt nicht für uns gelaufen. Da müssen wir uns an die Nase nehmen. Das müssen wir so schnell wie möglich verändern und im nächsten Spiel eine andere Leistung bringen. Das nächste Spiel, Sie sprechen es an, nicht nur das nächste, sondern die nächsten Gegner, wenn man sieht. Lugano, Anjoua, Kloten, Lausanne. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, wir nehmen ein Spiel nach dem anderen. Jetzt müssen wir das abhaken, müssen das analysieren, müssen das anschauen, was wir gemacht haben. Und dann ganz klar von A bis Z eine andere Leistung bringen. Am nächsten Spiel die Heime gegen Langnau. Und das wollen wir und müssen wir gewinnen. Wie schwierig ist das eigentlich als Coach so während eines Spiels, wenn man sieht, da geht heute gar nicht? Ja, ich glaube, es hat sich heute niemand wohlgefühlt bei uns an der Bande zu. Jeder hat eine bessere Leistung bringen, aber hat heute irgendwie nicht können über sich auswachsen und die Leistung abrufen. Das gibt es leider zwischen denen.